müssen wir das ein bisschen ausrichten hier. Einwandfrei. Ein bisschen rum. Jawohl. So. Ihr Lieben. Hier. Ist das hier richtig oben? Gut. Hier ist wieder eure Britta. Heute in Rot. Eigentlich auch so meine Lieblingsfarbe mit. Heute mit einem schulterfreien Kleid. Ich möchte mal sehen, wie das aussieht. Und ja, eigentlich mit dem gleichen Make-up wie gestern, aber ist doch ein bisschen anders. So, und heute sehe ich einfach ein bisschen anders aus. Ich muss mich mal ein bisschen runterjustieren hier. So. Im Corsagenkleid. Eigentlich im Brautmutterkleid ist das. Also ein typisches Brautmutterkleid, das ich anhabe, weil meine süße Tochter heiratet heute. Und da muss die Mami natürlich sich auch schön machen. Und ich hoffe, ihr findet mich hübsch. Eine hübsche, schöne Brautmutter, Brautmami. Da lege ich Wert drauf. Und deshalb habe ich mich heute auch mal ein bisschen hübsch gemacht. Nicht? Und zeige auch mal ein bisschen Haut. Und auch ein bisschen Bein, aber das könnt ihr nicht sehen. So, und jetzt will ich mal meinen Schal überziehen, gucken, wie das aussieht. Und dann schauen wir uns das mal an und dann kommen die Pelze. Ja, ihr Süßen. Jetzt auch mal von nahen. Dann kommen die Pelze. Jetzt mache ich jetzt eine kleine Pause, weil ich mir jetzt noch was anziehe. Oder ich kann es eigentlich auch laufen lassen, ja? Okay. So, ihr Lieben, jetzt habe ich meinen Schal über. Also es sieht ein bisschen aus wie so ein kleiner Kittel, den man so anhat. Und jetzt ziehe ich das mal hier runter. Dann gehe ich mal ein Stück zurück, dass ihr mich dann auch im Kittel sehen könnt. Im Schal. Ja, hier im Corsagenkleid. Jetzt habe ich dieses Ding über. Und ihr könnt mich auch darin sehen. In diesem Schal. Ihr Süßen. Ja? So, jetzt gucke ich mir das an und dann müssen wir die Pelze machen. So, ich will erstmal gucken, wie das aussieht. Jetzt gehe ich noch ein Stück zurück. Und dann könnt ihr dann sehen, wie ich die Höhen fallen lasse. So, ist klar. Ein Stück noch zurück. Komm, ein Stück, ja. Hier. So, muss mein Mann, der das nimmt. Jetzt bin ich hier schon wieder unten. Träger ein bisschen verstecken. Dann komme ich wieder an mit Schulter. Schulterfrei ist nur eine völlig neue Entdeckung. Ganz spannend, wenn ich jetzt hier mal schulterfrei zu euch komme. Ihr seht mein Dekolleté. So, jetzt Pause und jetzt machen wir mal Video. Ja, ihr Süßen. So, alles klar und jetzt machen wir Video.